Wir haben geändert die Luftzuführung für den Warmlaufregler. Der kommt jetzt wieder aus dem Luftfilter. Das muss man leider hier ein bisschen verändern. Dann ist hier der Gaseinlass. Vor dem Mischer weg geht der Gasauslass mitsamt der Luft. Das ist für den Leerlaufregler. Und alles andere bleibt beim alten. Dann ist der neue Verdampfer drinnen. Der neue Verdampfer, wie man jetzt auch hier unschwer erkennen kann, ist unterhalb der Wasserlinie. Mhm. Hier ist die Wasserlinie, man sieht, der Schlauch ist also unterhalb von dem Ausgleichsgefäß. Mhm. Damit bildet sich auch keine Luft drinnen, er bleibt auf jeden Fall schön warm. Okay. Es ist auch jetzt noch richtig warm, der glüht richtig. Ja, gut. Das ist jetzt erstmal so, den Mischer habe ich entsprechend angepasst, dass eben auch genügend Unterdruck vorhanden ist und der auch die Membrane aufziehen kann. Mhm. Funktioniert jetzt auch wunderbar. Mach's mal an und stellst du mal auf Gas um und auf Benzin? Ich starte mal erstmal auf Benzin. Jetzt läuft er schon auf Gas. 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 Okay. Machen wir eine Probefahrt. Also du siehst auch, dass dieses Abfackeln weg ist, ne? Fast. Nicht ganz. Ja, minimal. Okay, machen wir eine Probefahrt. Jetzt. Fährst du mal den Bausenberg dann hoch? Ja, klar. Wo man dann sehen kann, wie er zieht, wo er das letzte Mal den Einbruch hatte? Du weißt schon, dass der Besitzer das Video dann sieht? Das ist mir vollkommen klar. Vielleicht hätte ich mich vorher rasieren sollen. Na, du bist ja gar nicht drauf. So. Also jetzt rein zum Zug, ne? Ist er jetzt auf Gas? Ja, klar. Okay, Gasbetrieb. Mhm. Zwischendurch um auf Benzin. Hm? Wir sind auch hier an der roten Lampe. Jetzt ist Benzin, ne? Jetzt ist Benzin. Ja. So ist Benzin. Beschleunigung. Mhm. Also. Okay, jetzt. Nicht mehr so wie beim letzten Mal. Schalte ich wieder mal auf Gas. Gas? Mhm. Das Grassel da hinten. Das ist irgendwas mit der Hinterachse, aber das ist kein Gasproblem. Nee, ist kein Gasproblem. So, jetzt wo es auch warm ist. Das läuft auch schnell. Geht vor allen Dingen beim Bremsen auch nicht aus. Das ist nämlich auch ein Kriterium. Mhm. Weil nämlich bei manchen Verdampfern dann sich die Membrane durch das Bremsen zuzieht. Mhm. So. Also man sieht das vom Zug her. Mhm. Zumindest ich merke keinen Unterschied. Okay, Temperatur haben wir mal gemessen. Hast du eingestellt mit Motor? Diagnosegerät? Ja, ja. Okay. Also ich hatte 1,5% CO eingestellt. 1,5% CO? Ich kann auch weiter raufgehen, aber das ist natürlich dann. Ja, ich denke, die Feineinstellung machen wir, wenn jetzt der Schlauch fertig ist, dann messen wir noch auf alles. Auf jeden Fall. Ne? Vor allem, weil das Abgasmessgerät heute ein bisschen gezickt hat. Das ist halt ein weibliches Abgasmessgerät. Ja. Eine Woche wieder abgelaufen. Ja. Was man
das nochmal ansehen. Ich muss die Zündung rein, dass die wirklich top ist. Und ich muss auch noch diese Backfire-Klappe einsetzen. Das ist dann auch noch ein Job fürs nächste Mal. Okay. Wann willst du das nächste Mal dann machen? Das muss ich mit meiner Frau mal aufsprechen, wenn die wieder frei hat. Gut. Kriegen wir schon hin. Also wichtig wäre mir, dass das halt vorm Salz passiert, ne? Dass ich die, ich möchte den wegbringen in die Halle, bevor es salzig wird. Na, der hält nicht. Hm? Der Blinker hält nicht. Der Blinker hält nicht? Ja. Okay, dann müssen wir uns das auch nochmal anschauen. Das Getriebe schon etwas wirklich ist bei uns. Ja gut, das ist jetzt nicht unser Thema, ne? Aber jetzt müssen wir noch nebenbei sagen. Wir sind immer noch auf Gas, ne? Immer noch auf Gas. Okay. Auf dem Rückweg tausend oder mal fährst du mal, dann kannst du dich mal umschalten. Hm. Und mal sehen, den Unterschied zwischen Benzin und Gas, beziehungsweise dass es halt keinen mehr gibt. Hm. Naja, mich interessiert es jetzt mal bergauf, wo er das letzte Mal so in das Loch gerutscht ist, ne? Wer ist denn den gefahren? Ne? Wie gesagt, wir fahren jetzt einfach mal eine Runde und dann tauschen wir mal, dann kannst du es selber mal probieren. Mhm. Das ist ja noch 50. Jetzt ist Benzin. Oh, das zieht ja besser auf Gas als auf Benzin. Sag ich doch. Das ist Gas, ne? Mhm. Ja, das ist doch klasse. So muss es auch sein. Weil die Motoren dann meistens ein bisschen mehr Drehmoment haben. Aha, und okay. Oben verliert sich dann. Also etwas weniger Leistung haben sie. So ab 5000 Umdrehungen geht es dann ein bisschen weg. Ja, das ist das, was du gesagt hast mit der Vermischung, ne? Ja. Aber hier jetzt ist Gas und das Benzin einfach frei, ne? Bleib hoch. Also Gas. Benzin. Okay. Und umschalten. Ja. Da ist nichts. Die kann man echt so abgeben. Ja, jetzt machen wir fertig. Machen wir das andere. Ich meine nur rein von der Sache. Ja. Würde ich sagen, dann reicht das jetzt hier manchmal aus, ne? Weil eigentlich war ja bergauf.